Ich würde nämlich gern langsam mal einen von den Stäben loswerden, wenn ich ehrlich sein soll. Die schleppen wir schon seit Spielbeginn oder so mit uns rum. So, hier geht's schon mal nicht lang. Hier ist alles verklüftet und so. Und ja, Durlaks Turm. Der größte Spaß im Spiel. Die größte Nervenherausforderung eigentlich. Selbst die Feuerweinbrücke ist dagegen harmlos. So, Kali, du wechselst mal wieder zu deinem normalen Schwert zurück. Da wir hier keine Lykantropen mehr haben. Ja, die Werwölfe auf der Werwolfsinsel und der Werwolf am Schluss, also Mendas, das waren die einzigen Werwölfe im ganzen Spiel. Zum Glück. Das waren nämlich auch schon wieder viel zu viele. Und ich bin immer noch neugierig. Minsk noch etwas mehr als 10.000. Und Imulen mehr als 20.000. Und da ist ein Schlachtenschreck. Und die sind normalerweise schon etwas gefährlicher. Ah, noch ein Schlachtenschreck. Und die haben alle irgendwie was gegen Khalid. Was immer ihr braucht. Und ich habe vergessen, Bolzen zu kaufen. So, nochmal Geld. Und Talisas Level up. Eine Stufe höher, 104, sehr schön. So, das war die letzte Stufe. Du bist Rettungswurf negativ. Muss ein Rettungswurf gelingen, um ihn nicht in seinen Bann zu fallen. Starres Ding lässt auf, oder verwirrt stehen bleiben. Genau. Den packen wir nochmal da rein. Und wir können noch eine Stufe 4 Zauber lernen. Schutz vor dem Bösen im Radius. Handlungsfreiheit. Verzaubert immun gegen alles, was in Bewegung einschränkt. Wirkung von Netz, Person festhalten, schmieren und verstricken. Das ist auf Minsk und Talisa gewirkt. Geistige Herrschaft. Wenn der Zauber ausgesprochen wird, muss das Zielwesen gegen minus 1 einen Rettungswurf gegen Zauber, damit der Priester keinen Zusatz zu seinem Geist erhält. Wirkt Herrschaft. Dieser Zauber gewährt dem Priester keinen Zugang zu den Gedanken, dem Gedächtnis oder der Sinneswahrnehmung des Opfers. Dem Priester kann das Opfer lediglich befehlen, während der Wirkungsdauer des Zaubers bestimmte Aufgaben oder Funktionen aufzuführen. Um das Opfer zu steuern, muss sich der Priester in Reichweite befinden und das Wesen sehen können. Außerdem ist ein gewisses Maß an Konzentration seitens des Priesters erforderlich. So dass er zwar in Kämpfe und Angriffe angreifen, aber nicht in Zauber. Gift neutralisieren. Verteidigungskoordination. Verleiht dem betroffenen Wesen einen Verteidigungsbonus, indem ihre Angriffe und Verteidigungsmanöver mit einem Zauber koordiniert werden. Auf diese Weise kann eine Gruppe von mehreren Wesen in einem Kampf oder einer Feindbewegung als eine Einheit agieren. Die Wirkung konzentriert sich zwar immer auf den Anwender, betrifft aber auch alle im Umkreis von 3 Metern. Die Verzauberungen können sich nach Ausspringen des Zaubers außerhalb dieses Umkreises bewegen und dennoch dessen Vorteile genießen. Während der Wirkung des Zaubers erhält jedes betroffene Wesen einen Bonus von +2 auf seine Rüstungsklasse. Dies hält für 10 Runden oder bis zur erfolgreichen Bannung des Zaubers. Ja, Verteidigungskoordination ist eigentlich ein sehr mächtiger Zauber, deswegen nehme ich den mal. Ja. Also wenn jeder +2 +2 auf seine Verteidigung kriegt, ist Talisa, sind die meisten vier fast unangreifbar. Ja. Das finde ich sehr schön. So, Khalid hat seinen Umhang gar nicht abgelegt.
Das ging gerade noch mal so gut. Was wollt ihr? Gut. Okay. Was? Kann ich euch behilflich sein? Gut. Hier ist ein kleiner See. Und das ist auch bis jetzt der einzige Weg, den wir gehen können. Ja, ist schon mal nicht gerade touristenfreundlich, wenn zwei Schlachtenschrecken einem im Weg stehen. Ich meine, wie man bereits gemerkt haben dürfte, gehören Schlachtenschrecken zu ziemlich starken Gegnern in Baldur's Gate 1. Also vor allem einer der stärksten Standardgegner. Gibt ja noch genügend Bossgegner und so. Und hier wäre ein schnellerer Ausweg. Von Dolaks Turm weg. Ja, puh, jetzt habe ich mich fast verklickt. Das wäre schief gegangen. Gut. Und wie man sehen kann, ist jetzt kein Gebiet mehr blau. Das heißt, wir haben alles besucht. Ja, ihr wisst, was das bedeutet. Das Let's Play geht langsam in Richtung Ende zu. Was auch Glück ist, weil wir wahrscheinlich über 250 Folgen haben werden. Die Playlist wird langsam immer länger vor dem Let's Play. So. Gehen wir mal hier rein. Überall staubt es. Und da ist Ike. Ike. Ike Bins. Ja. Ihr braucht, wenn niemand besser geeignet, wie auch immer, das Ding hier ist nicht gerade touristenfreundlich. Unbewaffnete hätten auf dem Weg hierher sterben können. Tretet näher! Tretet ruhig näher! Es wird auch Zeit, dass ihr hier eintodelt. Länger warte ich nicht mehr. Die anderen sind bereits drin. Wenn ihr mir jetzt nicht folgt, seid ihr selber schuld. Den Gate zurück gibt es nicht. Die Führung wird wegen euch nicht später anfangen, also los geht's. Was? Nichts leichter als das. Der ist nicht gerade freundlich. Aber die Tore sind schon mal offen. In dieses Gemäuer. Sogar die Innentore. Skelett. Au. Okay. Tretet ruhig näher. Ich bin was hast du zu sagen? Kommt ein neuer Gutgläubiger auf die Welt und ihr kommt gerade richtig. Ja, danke schön. Seht, wie der Turmdrohnen vor uns aufragt, während wir uns nähern. Noch nie zuvor und auch nie danach werdet ihr so etwas sehen. Ein Monument für den Triumph eines Mannes und seine Aretei. Der Turm und das Labyrinth darunter wurden vor vielen Jahren vom Zwergenherd Dolak Donnerachst erbaut. Es soll das Heim für ihn und seinen Clan werden. Seine enormen Reichtümer sollen ganze Räume eingenommen haben, angeblich hüfthoch gefüllt. Die Reichtümer, die er gesammelt hatte, sollten seinem Clan Rückhalt bieten, doch letztendlich führten sie zu seinem Fall. Oh. Wir haben sogar einen riesen Tagebucheintrag noch über Mendas bekommen. Das Geheimnis dieser Insel ist aufgedeckt. Obwohl, wir haben noch das hier oben. Ich wollte ihr das Leben schenken, aber Kaishos wollte bis zum Letzten kämpfen. Ich sagte da auch, dass ihre Leute vielleicht eine zweite Chance bekämen, wenn Selat zurückkehrt, sodass ich auch auf ihn achten muss. Das Geheimnis dieser Insel ist aufgedeckt. Mendas bzw. Selat schickte uns unter dem falschen Vorwand zur Insel, dass wir in einem Schiffswrack nach Nachweisen suchen sollten, die das Wrack als Baldurans Schiff identifizieren könnten. Jetzt handelt sie sich zwar tatsächlich um das Schiff des Abenteurers, sein beschädigtes Schicksal bleibt jedoch weiterhin ein Rätsel. Baldurans Mannschaft infizierte sich auf schicksalsschweren Reisen mit Kantropie. Das Schiff strandete und hinterließ zwei Arten von Lykantropen, die sich gegenseitig auf Leben und Tod bekämpfen, um zu überleben. Die besser organisierten Wehrwölfe bauten ein Dorf, bei dem wir auf unserer verhängnisvollen Reise beinahe strandeten.
Die chaotischen Werwölfe richteten sich in den Ragtime von Baldurs Schiff ein und beide Gruppen überlebten bis heute trotz des etwas schwierigen Nachbarschaftsverhältnisses. Mendas oder Selat riskierte schließlich zum Festland zu segeln. Irgendwie schaffte er das auch. Und nachdem er schließlich zum Fest und nachdem er herausfand, dass jemand mit der nachdem er hera- okay, jetzt bin ich gerade verrutscht. Und nachdem er herausfand, dass jemand anderes die Insel endlich entdeckt hatte, erfand er eine plausibel klingende Geschichte und überredete uns, zuerst die Seekarten zu stehlen und später zur Insel zu segeln, die Karten seiner Werwolffrau zu übergeben. Sie hielt uns dazu an, die chaotischen Werwölfe zu töten und infizierte die Gruppe mit Lykantropie, mit der Absicht, dass wir uns dem Pack anschließen oder im Kampf sterben sollten. Wir töteten sie, nahmen die Seekarten und segelten nach Hause, wo wir schließlich das Doppelleben von Mendas aufdeckten. Das Schicksal scheint seinen Spaß daran zu finden, mit mir zu spielen. Ja, definitiv. Der Turm und das Labyrinth darunter wurden vor langer Zeit, also jetzt sind wir wieder bei Dulags Turm, wurde vor langen Jahren vom Zwerghead Dulag erbaut. Es sollte das Heim von ihm und seinem Clan werden. Seine enormen Reichtümer sollen ganze Räume eingenommen haben, angeblich hüfthoch gefüllt. Die Reichtümer, die er angesammelt hatte, sollten seinem Clan Rückhalt bieten, nicht keinem Clan. Okay, er geht schon mal in den Turm rein. Ja, beinahe unter meiner Würde. Wir gucken uns jedoch hier draußen fertig um und sichern das Umfeld. Da sind nämlich zum Beispiel Bogenschützen auf der Mauer. Skelettbogenschützen. Eure Zeit ist gekommen, Primaten! Und Doppelgänger. So, für Doppelgänger haben wir extra ein Schwert. Beinahe unter meiner Würde. Ihr Zeug. Was ist das für eine Schriftrolle? Was? Beinahe unter meiner Würde. Und ganz ehrlich, Bogenschützen da oben auf den Mauern runterzuballern ist Blödsinn. Wir latschen auf die Mauern hoch und töten sie. Au. 14 Schaden bei ihm, die können schon ein bisschen austeilen, die Viecher. Geht's hier hoch? Hier wird's wahrscheinlich hochgehen, oder? Ja, hier geht's hoch. So, aber erstmal den Schlachtenschreck, der da aufgetaucht ist, loswerden. Und man hört ständig Schmiedegehämmer. So. Ihr habt gerufen? Oh, wir haben keine Schleuder. Ah doch, wir haben noch Schleuderkugeln. Auch wenn es die Schwächeren sind. Ja, beinahe unter meiner Würde. So. Für die Gefallen. Hallo, einzelnes Skelett. Sag Hallo zu Minsk. Mit dem großen bösen Zweihänder. Ja. Okay, der Schlachtenschreck hat was fallen gelassen. Was wollt ihr lang? Was war das? Ach, eine Stärke-Schriftrolle. Ja, o allgegenwärtige Autoritätsperson. So. Ja, ich hab genug davon. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Okay. Es war hier oben auf jeden Fall noch ein Skelett irgendwo. Das uns geärgert hatte. Oder haben wir das schon erledigt? Ich glaube, das haben wir jetzt schon erledigt. Auf jeden Fall sieht die Burg, der Turm schon mal ziemlich beeindruckend aus. Okay, das heißt hier drüben wieder runter. Und dann schauen wir mal. Hier lang. Und die andere Seite fehlt jetzt noch. Ich hoffe mal, das Skelett ist wirklich weg. Aber scheint weg zu sein.
Jo. Scheint uns da oben auf der Mauer gefolgt zu sein und dann gestorben zu sein, als wir hochgekommen sind.